Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute werde ich euch mal ein kleines Rezept zeigen, wie ihr ganz einfach Mac and Cheese machen könnt. Also wenn ihr nicht ganz so faul seid und vielleicht noch ein bisschen den Geschmack tunen wollt, habe ich da kleine Tipps für euch. Und das Wichtigste, die Mac and Cheese sind natürlich vegan. Man könnte ein veganes Käsedippulver hinzufügen, vielleicht auch nur die Hälfte. Das habe ich schon mal probiert, da gab es einen noch ein bisschen käsigeren Geschmack. So, Mac and Cheese ist jetzt gleich fertig. Wie ihr seht, hat sich das nochmal alles schön vermischt. Wir nehmen noch ein ganz kleines bisschen Wasser. So, wie ihr seht, ist es jetzt noch cremiger geworden und so soll es am Ende auch aussehen. Ich mache den Herd an dem Punkt jetzt schon mal aus. Falls ihr eine kleine Schärfe haben wollt, könnt ihr natürlich auch ein bisschen Chili-Pulver reinmachen oder natürlich etwas Pfeffer. Ist nur optional, habe ich noch nicht ausprobiert, aber sollte ja klappen. Was ich jetzt dazu mache, um es zu pimpen, ganz, ganz einfach. Und zwar geräuchertes Paprikapulver. Zack, 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 zack. So, nur ein ganz bisschen dazu. Das gibt nochmal ein Räucheraroma. Ich finde, das ist immer sehr gut. Man sollte es damit aber nicht übertreiben. Und dann sind die Nudeln für uns auch schon fertig. Wie ihr seht, ist das jetzt meine Portion. Ich habe 2 Portionen ungefähr gemacht oder anderthalb, ein bisschen mehr. Das reicht aber. Natürlich kann man auch richtige Mac and Cheese Nudeln verwenden. Ich nehme für mein Rezept jetzt immer die, aber das ist natürlich einfach nur die Sache, dass ich das immer so mache. Aber natürlich Mac and Cheese Nudeln, Macaronis wären dann natürlich am besten. Und wie man gesehen hat, vieles ist auch optional. Man kann die Nudeln tatsächlich auch wirklich nur so machen, mit dem Käse, Nudeln und etwas Wasser. Und es ist schon perfekt, ohne Salz, ohne alles. Das geht ohne Probleme. Auf jeden Fall würde ich euch mindestens das Räucherpaprikapulver empfehlen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Einen netten Kommentar schreiben, liken und abonnieren. Nicht denn, na, sag ich mal so. That's true.